Gibt es eine besondere Stellung für eine alleinerziehende Frau? Allgemein, wenn sie, yani wenn sie Probleme hat und sich Mühe gibt, die Kinder zu erziehen und sie auch islamisch erzieht, bekommt sie Belohnung auf jeden Fall. Vielleicht mehr, Allah alam, als eine Frau, die schon verheiratet ist, aber das ist nicht der Brauch der Muslime, dass eine Frau alleine bleibt. Vor allen Dingen eine Frau. Das ist nicht die Kultur der Muslime und der Brauch der Muslime. Der Brauch und die Kultur der Muslime ist, dass eine Frau heiratet, auch wenn sie Kinder hat, auch wenn sie geschieden ist. Diese alleinerziehende Mutter, ich bin alleinerziehend, ist ja heute in geworden bei den Frauen. Ja? Ich bin alleinerziehend. Als ob das so etwas Besonderes wäre. Nein, das ist nicht besonders. Das ist traurig. Deswegen, die Schwester soll heiraten. Heiraten. Nicht alleine bleiben mit den Kindern. Weil, okay, deine Kinder, du hast Kinder von einem Mann, der neue Mann wird niemals den Vater ersetzen können. Aber er wird eine Rolle der Autorität spielen können. Ein Lehrer sein können. Ein Ratgeber sein können. Es gibt Stiefväter, die werden von den Stiefkindern geliebt. Subhanallah. Geliebt, weil sie sie gut behandeln und ihnen beibringen. Und deswegen soll die Schwester auch keine Angst haben vor dem Heiraten. Weil die Frauen, die geschieden sind und mit Kindern, oft haben sie Angst vor der Heirat. Sie nicht wieder enttäuscht werden wollen. Möge Allah uns bewahren. Ja, dhakira al-ashab, komm mutaaddiban.